So, hallo miteinander, ich bin wieder zurück in Medellin und ich habe zwei Gäste jetzt hier, die werden dann nachher noch sehen. Die einen oder anderen kennen die vielleicht sogar. Wir werden es aber noch zu einem späteren Zeitpunkt sehen. Und als ich hier angekommen bin, hatte ich eine super Überraschung gehabt. Und zwar, da, wo das Stuhl jetzt ist, mögt ihr euch vielleicht erinnern, ist mal ein Fernseher gewesen. Der ist jetzt nicht mehr rum. Und wo ich gegangen bin, war da ein Laptop noch gewesen. Der ist jetzt auch nicht mehr rum. Und das Ganze ist passiert, als ich jetzt da die paar Tage in Karting war. Wenn wir schauen, was da passiert ist, könnt ihr euch vermutlich sehr gut vorstellen. Da ist nämlich eingebrochen worden. Ja. Ich bin noch nicht so lange in Kolumbien und schon passiert mir das. Scheiße. Es ist richtig scheiße, weil ich muss jetzt da alles wieder Zeug, ich muss einen neuen Fernseher kaufen, ich muss einen neuen Laptop wieder haben. Ich muss das Ganze mit der Versicherung schauen, ich muss auf die Polizei, es gibt jetzt wieder riesige Sachen, die ich muss erledigen muss. Das Gute ist, da oben wäre noch eine Kreditkarte rumgelegen, die hat er nicht gesehen. Und ich habe die Kamera und alles habe ich ja in Karting gehabt, mein Pass und so. Von dem her, das hätte er nicht klauen können, das ist noch gut, das ist das einzige Gute an dieser Sache. Und das andere Gute ist, an dieser Sache, die ich jetzt da jetzt schon kann daraus rausnehmen kann, ist, dass ich jetzt ja, die Erfahrung jetzt schon gemacht und nicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn schon Gäste da wären oder so. Also es sind jetzt auch Gäste da, aber es sind meine Kollegen. Und dass ich jetzt da ein gröberes Schloss dran machen kann und alles ein bisschen sensibilisiert bin auf das Thema. Weil vorne habe ich eigentlich gedacht, ja eben. Ich bin gegangen und habe den Laptop rumliegen lassen. Und so Sachen wäre ich gar nicht gekommen. Aber ja, wir sind in Kolumbien, es ist halt wirklich nicht in der Schweiz. Und auf solche Sachen muss man sich auch halt achten. Und jetzt schaue ich, dass ich, jetzt habe ich das geschrieben, jetzt kommt der kommt vor, nachher schnell das Schloss auswechseln. Also, dass ich dort ein gröberes Schloss habe. Und auch, dass ich vielleicht eine Kamera installiere oder sonst irgendetwas, das ein bisschen die Sicherheit erhöht da im Gebäude. Weil das möchte ich eigentlich nicht nochmal erleben. Das hat mir jetzt gelangt, das ist jetzt gut, so wie es ist. Wieder ein bisschen etwas daraus gelernt. Aber ja, das muss jetzt nicht unbedingt haben. Nochmal. Genau, das ist mein super Update zu meiner Wohnung. Habe ich eigentlich nicht so geplant gehabt, aber eben, so ist es halt. Und jetzt geht es weiter mit Einrichten. So, hallo zusammen, Tag 1 nachdem ich zurückgekommen bin und das gemerkt habe, dass überfallen worden ist oder meine Wohnung ausgeräumt worden ist. Und ja, Fernseher ist wieder am Start. MacBook auch. Habe ich da Occasion noch einmal gekauft. Ja, der Schaden beläuft sich auf rund etwas mehr als 1000 Franken, die ich jetzt hatte. Das ist mal das eine, das ist mal ziemlich scheiße. Aber was mich noch viel mehr nervt, ist, ich habe heute noch mit dem Nachbarn geredet und ich habe den Schlüssel natürlich der Putzfrau gegeben. Also vis-à-vis ist ein Hostel und die haben einen Schlüssel. Weil die müssen ja die Gäste reinlassen können und die Putzfrau muss ja auch rein können. Und was mich jetzt nervt, ist, dass ich jetzt eigentlich wie die Schuld bin, weil ich jemandem Fremdes in Kolumbien den Schlüssel gegeben habe. Also alle, der Nachbar hat gesagt, ja, warum hast du den Schlüssel denen gegeben und so, das ist fahrlässig. Der Besitzer vom Haus ist auch gekommen, hey, du darfst den Schlüssel niemandem geben und so. Und sie sagen jetzt all, Putzfrau war es, also eigentlich meine Kollegin, die ich jetzt schon so, ja, klar kenne ich sie noch nicht lange. Und klar kann ich nicht zu 100% sagen, dass es nicht gewesen ist, aber ich meine, die Tür ist aufgebrochen worden, man sieht die Spuren und alles und sie hätte den Schlüssel, sie hätte einfach reinlaufen können. Aber jetzt war es halt einfach sie gewesen, weil sie die Einzige ist, die den Schlüssel hatte, oder? Und das regt mich recht auf, das stresst mich, weil jetzt ist es sozusagen, das ganze Airbnb, ja, ist gefährdet, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die würden darauf beharren, dass ich den Schlüssel niemandem geben darf, dann kann ich da eigentlich gerade zupacken, also zutun, weil ich muss den Schlüssel jemandem geben, weil ich werde nicht immer da können sein, wo meine Gäste hier reinkommen können. Von dem her, das ist jetzt momentan gerade noch das, was mich am meisten beschäftigt. Das eine, das ist das Finanzielle, das ist blöd, das ist mühsam.
Weil ich zumal auch keine Versicherung habe, die das abdeckt, habe ich jetzt gemerkt, dass gegen Raub und so ist nichts versichert. Anscheinend gibt es auch gar keine Versicherung, die für abgemeldete Schweizer das versichern. Das ist auch so eine Sache, das ist auch noch recht lustig. Ja. Also, ja. Ich hätte mir einen schöneren Start gewünscht. Aber eben, besser jetzt, als wenn ich zum Beispiel irgendwo im Ausland wäre und das wäre passiert. Es wird übrigens dann morgen noch Schloss gewechselt. Das wird austauscht, ein bisschen strenger, also ein festes Schloss rein da. Ich würde eine Kamera draussen installieren im Gang. Und dann draussen hat es, in der Straße hat es noch Kameras, Überwachungskamera. Und das Blöde ist, dass eigentlich alle nicht auf den Eingang zeigen, außer eine eventuell. Wenn die läuft, das muss ich heute Abend noch abklären, ob das funktioniert. Wenn ja, das wäre super, wenn ich das Kind sehe, wer das war. Und Kind beweisen, dass es eben nicht meine Botsfrau war. Und wenn nicht, ja, ist halt blöd gelaufen. Aber ja, das sind Herausforderungen, die ich mir eigentlich nicht gewünscht habe. Aber jetzt ist es so und jetzt muss ich schauen, dass ich da irgendwie bestmöglich da durchkomme. Und ja, Gott sei Dank ist ja nichts Schlimmes passiert. Von dem her. Genau. Also, ihr werdet auf dem Laufenden behalten, was da weitergeht. Das war ein kleines Update und dann sehen wir sich dann später wieder mal. Wunderschönen guten Abend miteinander. Heute ist ein spezieller Tag. Und zwar ist mein Geburtstag. Und ich habe jetzt ein paar Leute eingeladen. Wir werden hier ein bisschen Pizza essen und so. Aber locker, easy peasy, es ist Montag. Ich habe heute einem Kollegen erzählt, vor 5 oder 6 Jahren habe ich mal Planung gemacht. So, weißt, in 10 Jahren habe ich dann an einem Samstag Geburtstag und in 12 Jahren habe ich an einem Freitag Geburtstag. Da kann ich so richtig auf den Putz hauen. Und jetzt bin ich froh, habe ich am Montag, damit ich nicht in den Ausgang muss. So schnell kann sich das ändern. Und ich muss euch nämlich noch etwas zeigen. Und zwar meine Gäste, die habt ihr gar noch nicht gesehen. Und zwar zwei Gäste mit den einfachsten Namen der Welt. Nerea und Kilia. Hallo! Hi! Wollt ihr etwas sagen? Wie gefällt es euch hier in Medellin? Super! Super! Du, ich war nie so ruhig gewesen. Komm, jetzt tu nicht so. Komm, sag mal. Ich werde grüßen. Hi, Mami! Ja, du bist jetzt gerade ein bisschen sprachlos. He? Aber das ändert sich dann sicher noch. Und ja. Wir werden jetzt hier noch schnell ein bisschen anstossen und so, aber eben nichts Grosses. Und dann würde ich sagen, sehen wir sich dann gleich wieder bei weiteren Updates. Ich habe noch Updates, habe ich euch einfach noch nicht mitgeteilt, aber die kommen noch. So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 5. Februar. Gestern haben wir noch ein paar Bier getrunken. Es sind noch ein paar Kollegen gekommen, gemütliche Runde gehabt. Aber jetzt auch nicht außerordentlich ausgeartet. Und ja, heute ist ein verspätetes Geburtstagsgeschenk gekommen, wo ich sehr, sehr den Plausch dran habe. Und zwar das ist mein Fernsehmöbel, wo ich seit etwa 3 Wochen drauf warte, wo es eigentlich seit 3 Wochen Verspätung hat, glaube ich. Endlich ist sie getroffen, jetzt kann ich das zusammenbauen, das wird vermutlich eine rechte Challenge. Und ich habe euch ja noch versprochen, ich habe noch weitere Updates, und zwar zu der ganzen Geschichte mit der Ausraubung. Und zwar ist es so, dass ich vorgestern bin ich schnell ins Hostel rüber. Und danach ist einer auf mich zugekommen, ein Kollege, der dort einmal volontiert hat und hat gesagt, hey, schau, ich kann mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und ich habe gesehen, wie jemand einen Fernseher aus dem Gebäude rausgenommen hat und ins Auto reingetan hat und abgefahren ist. Also es waren 2 Personen, 2 Junge ungefähr, ja, vielleicht ein bisschen jünger als ich, die das gemacht haben. Einer ist danach dort geblieben. Ich weiss nicht, ob das vermutlich hat das etwas mit den Nachbarn hier unten sogar zu tun. Also dass die, weil die Türe unten ist offen gewesen und die einzigen, die Tür auftun können, sind die hier unten. Von dem her müssen die sicherlich irgendwie einen Teilschuld daran haben, wenn sie nicht sogar selber das Ganze verursacht haben. Oder? Dass das ihre Kollegen gesagt haben, hey, look, die Gringos hier oben sind weg, weil sie haben uns gesehen, wo wir gegangen sind. Wir sind zu vierten mit unseren grossen Rucksack sind wir losgegangen und dann haben sie gesehen, dass wir nicht rum sind. Und von dem her könnte das sehr, sehr gut möglich sein, dass die da irgendwie etwas damit zu tun haben. Ja, mit dieser Information gehe ich jetzt heute vermutlich oder morgen auf die Polizei, mache dort eine Anzeige. Und ja, das ist natürlich einfach ein Scheiß.
kann meinen Nachbarn da unten eigentlich nicht wirklich vertrauen. Und das sind so, das ist so ein Weg, da sind ganze Haufen verschiedene Leute drin und ich habe das Gefühl, kommen und gehen immer wieder so, das ist ein bisschen komisch. Aber ja, nichtsdestotrotz, jetzt habe ich ja meine Sachen gemacht, Schloss habe ich ja gewechselt, die Kamera wird noch installiert. Von dem her sollte ich nachher das Thema vom Tisch sein, hoffe ich zumindest. Und ja, jetzt geht es ans Zusammenbauen. So Leute, es ist immer noch der gleiche Tag und es bestätigt es wieder mal. Manchmal hat man ein bisschen Glück und manchmal hat man ein bisschen Pech. Heute hatte ich Glück gehabt. Warum? Das sehen wir jetzt. Schau mal, was gekommen ist. Hängematte und da hinten das geile so ein Fernsehmöbel. Richtig geil und da vorne habe ich jetzt auch noch gerade so. Das ist jetzt auch noch neu hier oben. So ein Schlüsselbrettchen. Und es war ganz lustig, ich habe so lange auf das blöde Fernsehmöbel gewartet und ausgerechnet heute kommt es. Ich habe das Zeug ausbreitet, kontrolliert, wie alle Schrauben haben und alles. Und dann läutet es an der Tür. Da kommt der Rings zum Installieren für die Hängematte. Und dann ist er fertig und dann sagt er, hey, ich kann dir im Fall das Möbel ja gerade zusammenbasteln für ungerechnet 11 Franken oder so. 11, 12 Franken. Und ich ja, sicher, machen wir doch gerade so. Und dann hat er das auch schnell zusammenbasteln, weil ich hätte nämlich eine Bohrmaschine wieder müssen haben. Die habe ich eben nicht. Darum ist das gerade super, gerade in eins gegangen. Danach ist schon wieder gegangen, bin ich noch runtergesprungen wieder und so gesagt, hey, hey, ich muss das auch noch schnell aufmachen. Und dann hat er mir das auch noch gerade schnell gemacht. Also alles in allem ein richtig geiler Tag. Jetzt ist meine Wohnung zu 98% ready. Jetzt fehlt eigentlich nur noch so ein bisschen Pflänzchen, so ein bisschen Deko-Zeugs noch da für mein Möbel. Und nachher bin ich eigentlich fertig zu vermieten. Dann kann es losgehen, Baby! Woo! Geil, ich habe jetzt einen richtigen Plausch und ich freue mich, wenn ich so meine Wohnung das erste Mal kann vermieten kann. Auf das Gefühl freue ich mich schon richtig. Und ja, das wird gleich der Fall sein. So Leute, heute ist der, welcher ist heute? 6. Februar, der 6. Februar und ich habe wieder ein verspätetes Geburtstagsgeschenk bekommen und zwar, ich habe heute mein Listing aufgeschaltet, ich habe heute Morgen noch alle Fotos gemacht, nicht wirklich professionell muss ich zugeben, sie sehen meiner Meinung nach aus meiner Meinung nach schrecklich aus, aber ich habe es jetzt immerhin schon mal aufschalten und am Sonntag kommt der Fotograf vorbei und macht wirklich professionelle Fotos, aber was ich euch will sagen, eineinhalb Stunden sind vergangen. Eineinhalb Stunden. Und ich komme ein E-Mail über mit der ersten Buchung. Wupp, wupp. Ich habe richtig, richtig, richtig den Plausch. Es hat sich jetzt einfach... Es ist Belohnung für all das, was ich jetzt durchgemacht habe. Und es bestätigt mir, dass es Business funktioniert. Und ich kann einfach... Ich sage... Ja! Boy, muss ich reissen. Also ich habe richtig den Plausch. Und das Geile ist... die erste Buchung ist gerade über einen Monat. Das ist meine Maximum-Dings, die ich festgelegt habe. Also länger als einen Monat kann man momentan nicht buchen bei mir. Und es kommt gerade eine Buchung rein für einen Monat. Unglaublich. Ich verdiene jetzt zwar nicht wahnsinnig viel dran. Es sind jetzt etwa, glaube ich, 300 Franken, die ich jetzt dran verdiene. Also der insgesamt, also mit diesen also abzogen von diesen Kosten, die ich natürlich habe für die Wohnung und alles. Aber gleich, es sind schon mal die ersten Einnahmen nach langer, langer Zeit. Und ich komme natürlich jetzt so wieder eine Bewertung über. Weil eigentlich ist das Ziel, jetzt kürzere Stays jetzt zu haben, damit ich mehr Bewertungen bekomme. Oder? Weil mit einem, wenn es über einen Monat bucht ist, hast du nachher nur eine Bewertung. Oder? Darum wäre das Ziel eigentlich, kleinere Zeitabstände zu buchen. Aber ja noch, ich bin überglücklich, habe ich jetzt überhaupt schon Buchungen bekommen. Der Preis ist natürlich jetzt auch noch ziemlich tief drin. Das würde ich dann mit der Zeit auch steigern können. Aber jetzt bin ich einfach mal froh, habe ich meine erste Buchung. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach happy. So, einen wunderschönen guten Abend miteinander. Heute haben meine Gäste wieder ausgecheckt. Nerea und Kilia sind wieder gegangen. Die sind aber immer noch da, neu mit in Medellin. Aber ich habe jetzt dafür wieder sogar etwas Neues bei mir. Und vielleicht ist euch aufgefallen, da am Kregeli, da ist etwas anderes als das letzte Jahr. Zwar bin ich heute Kleidposten. Mal etwas ganz anderes. Mal so ein Hemdli, das ich eigentlich vorne
nie gedacht, dass ich so etwas überhaupt anlegen würde. Aber es gefällt mir eigentlich noch ganz gut. Das ist handgemacht da in Kolumbien. Ist das Hand angefertigt. Das ist mega leicht, super schöner Stoff. Und ich habe noch neue Höschen, die sehen wir vielleicht nachher noch. Und wer mich dazu inspiriert hat, ist niemand geringeres, vielleicht hörst du schon lachen, als Salamettli! Oi, Salome! Salamander! Sie ist jetzt auch wieder da. Und? Was ist heute für ein Tag? Der 7. Februar. Und wer hat den Geburtstag? Sie hat den Geburtstag! Und jetzt gehen wir ein bisschen ihren Geburtstag feiern. Jetzt gehen wir mal zuerst etwas Gutes gehen. Gutes Nachtessen. Und wie ihr seht, wir sind natürlich super schick angelehrt heute, oder? Und ich glaube, ja, das wird ein guter Abend, gell, Salome? Claro que sí. So Leute, ich bin wieder alleine unterwegs. Salome ist heute Morgen gegangen und ja, jetzt wird für mich wieder ein eine andere Zeit anfangen. Ich habe übrigens hier, schaut mal, noch eine schöne Pflanze gekauft, gestern mit der Salome zusammen. Und da hinten haben wir auch noch eine. Und jetzt ist das Apartment so wirklich, jetzt ist es eigentlich ready. Jetzt fehlt wirklich nicht mehr noch kleine Details, also kleine Instruktionen, die ich dann noch an die Gäste gebe, was sie machen müssen und so, oder was sie sich achten müssen. Aber sonst ist das jetzt eigentlich wirklich ready. Und das hat jetzt etwa 1,5 Monate gedauert. Aber wie ihr seht, es hat sich gelohnt. Und ihr seht wieder, ich habe schon wieder meine neuen Kleider an. Ich habe richtig den Plausch an dem. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ob das zu mir passt, ob das überhaupt nicht zu mir passt, ob es schrecklich aussieht. Oder ob ihr es gut findet, dass ich wieder mal etwas Neues anhabe. Ich würde mich wundern, was ihr dazu meint. Und heute, nein, nicht heute. Das Video, das ihr jetzt anschaut, ist ein ganz spezielles, weil vielleicht habt ihr schon gesehen, mein 100. Video. Leck du mir am Chöpi. 100 Video. Hätte ich nie gedacht, dass ich so viel mache, wo ich gegangen bin oder dass es so schnell geht. 13 Monate oder ein bisschen mehr habe ich jetzt gebraucht für die 100 Videos. Und ich finde, ich habe, wenn ich so meine alten Videos anschaue, hat sich schon einiges gemacht, viel, viel besser geworden, meiner Meinung nach. Und ja, ein riesen Dankeschön auch an euch, an die, die das schauen. Auch an die es regelmässig schauen natürlich, vor allem an die. Und ja, ich hoffe, dass ich euch noch weitere coole, interessante Videos kann liefern in der Zukunft. Und dass ihr natürlich weiterhin dranbleibt. Aber danke vielmals fürs Einschalten immer und fürs Schauen, fürs Abonnieren, was auch immer. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es für das Video. Beim nächsten Mal, ja, weiss ich noch nicht, was es gibt, aber das ist ja eigentlich immer so. He? Einfach wieder einschalten, den Sender. Was passiert und ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss zusammen, peace zusammen. Ciao, ciao.